Leute, willkommen zurück zu Everybody's Golf 5, 7, was auch immer. Im heutigen Part der Lochverschiebungs-Tombow Cup mit der Sonderregel Lochverschiebung. Ja, wer hätte das denn bei dem Titel gedacht? 30 Leute machen mit, wir spielen dieselben Löcher eigentlich wie im letzten Part, aber halt eine andere Regel. Und wir werden Nick nehmen. Hallo, Nick. Und du wirst ein Ninja sein. Oh mein Gott, ein richtiger Naruto-Ninja, Leute. Welchen nehmen wir denn da? Ich finde, ohne Witz, der hier hat was. Und wir werden auf den Pinhole-Schläger setzen, denn wir wollen unsere Kontrolle hochsetzen. Von B auf A. Und wir können jetzt halt aussuchen, welche Schläge wir haben wollen. Wir machen weiter mit erweiterten Schläge. In der Hoffnung, dass ich da so ein bisschen Gefühl für kriege. So, B-Klasse. Pinhole B-Klasse. Ja, damals gab es noch B-Klasse und so. Das ist ja heutzutage nur noch Level 1, 2 und 3. Hä? Das brauchst du mir nicht nochmal erklären. Ich weiß, wie das geht. Verdammt. Deswegen Abbruch. Ich meine, hallo? So. Lochverschiebung. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Welches Loch zuerst und so. Das ist nämlich die einzige Herausforderung dahinter. Man kann sich nicht auf die Löcher vorbereiten. Aber das sollte kein Problem sein. Wir fangen an mit Loch 7. Einfach so mittendrin. Loch 7. Ich glaube, war sogar das längste Loch, ne? Ja, irgendwie schon. Gut, er hat einen leichten Linksspin. Ich weiß gerade, Hook Slice, ich kann das nie auseinanderhalten. Das eine ist links rum, das andere ist rechts rum. Deswegen sage ich immer Spin nach rechts, Spin nach links. Und er hat Spin nach rechts, glaube ich. Also er schlägt nach rechts aus und richtet sich nach links ein. Irgendwie so. Wollen wir es rausfinden? Leute, wollen wir es rausfinden? Können wir ganz leicht rausfinden. Wir nehmen den Ball. Wir schlagen, ja, nicht volles Metz zu. Oh, fuck. Ja, er hat einen fucking Rechtsspin. Oh. Unglaublicherweise war der gut. Okay, der war recht gut. Das war richtig gut. Oh Gott. Da war ich gerade ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Gut, Loch 8. Jetzt geht es irgendwie doch nach Reihe. Ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Oh Gott, viel zu früh. Viel zu früh. Oh Gott, ich komme ja gar nicht mal aufs Grün. Das ist enttäuschend. Schnauze da hinten. Ich konzentriere mich. Verdammt. Aber immerhin, gute Schläge heute. Wir kommen echt dem perfekten Schlag immer näher. So, möchte ich einen Powerschlag? Ne, ich möchte keinen Powerschlag haben. Danke. Vor allem hat sie hinten, also der Caddy hat hinten Claphands draufstehen. Das ist cool. Everybody's Golf ist von Claphands, für die Leute, die es nicht wissen. Und das steht bei ihr hinten drauf. Müsst ihr mal drauf achten. Kann ich das irgendwie zeigen? Sie verschwindet, okay. Wann taucht sie wieder auf? Da. Da steht ganz unten, unter CH-Tour. Das ist auch Claphands-Tour, aber da steht Claphands-Tour. Das ist cool, das gefällt mir. Okay, wollen wir es nochmal versuchen, so mit den, Links-Rechts-Move, also ein Spin nach rechts, den starken. Ich mach's einfach mal. Und dafür brauche ich etwa so viel Kraft. Guter Schlag. Treffen tue ich. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ja, das war ein bisschen zu weit rechts. Schade. Ja gut, man kann auch nicht alles schaffen, ne? So. Ich freue mich übrigens auf die, auf den nächsten Teil, den ich spielen werde, aber dazu später. Denn der ist deutlich schwieriger als der hier. Soweit ich weiß, ist das wirklich ein einfacher Teil. Und deswegen wird das auch hier ziemlich einfach vorangehen, ohne große Probleme. Im Gegensatz zu dem Teil halt für die PS3, den ich gespielt habe bisher. Der hat sich ja wirklich gezogen wie die Pest. Oh. Das war keine kluge Idee. Den hier. Ich werde jetzt voll dagegen hauen, ne? Ja. Nicht gut. Nicht gut. Ja, gut, aber ansonsten ist ja kein Problem mit dem Kameramann da oben. Na, fühlst du dich da sicher? Boah, wie grimmig er guckt. Leute, wie grimmig er guckt. Und hier ist eine Antenne. Och. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott. Und guckt, Leute, das Bild in Bild in Bild in Bild. Alter. Um Himmels Willen. Warum?
Es ist lustig, aber warum? Seht ihr das? Das Bild im Bild im Bild. Es ist verwirrend. Wir wissen es, Maser. Es ist lustig. So, wir haben 4 Meter Wind. Alter. Stärker als ich gedacht habe. Was? Wen warst du denn da? Ich lande doch nur auf dem Grün. Leute, ich lande fast näher als 2 Meter am Loch und die schreit Gefahr, natürlich. Egal. Da freuen wir uns, der Ninja hat gewonnen. Du nicht. Wir sind Level 1, sehe ich gerade. Ja, ich gebe alles. Ich habe irgendwie Spaß damit, so zum Loch zu schlagen. Das hat irgendwie einen gewissen Flair, ja? Oh, Marienkäfer, hallo. Wird das ein Birdie? Es geht bergab. Ja, ich sehe, dass es bergab geht. Ah, da, sehr schön. Übrigens werden wir im Laufe des Spiels natürlich noch mehr Plätze freischalten. Also nicht, dass ihr glaubt, irgendwie, dass das der einzige ist, weil generell die Musik von dem Teil ist definitiv, ja, nicht so toll. Von dem Level hier, von dem Park, von dem... Ah, Platz, danke. Hat irgendwie für mich keinen gewissen Wert, die Musik. Ah, wir werden weit nach links kommen. Wir sollten trotzdem vollhauen, denn immerhin regnet es und wir werden abgebremst. Es sei denn, wir landen auf der Kante. Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, Bunkerschläge. Bunkerschläge sind nicht so einfach, Leute. Bunkerschläge sind nicht einfach, vor allem nicht beim Regen. Bei Regen sind die echt tückisch. In dem Spiel wird das ja so berechnet, von wegen, dass der Ball, wenn er im Bunker rollt und es regnet, automatisch einsinkt. Und dann halt, ja, ihr könnt euch ausdenken, dass ich da nicht so gut schlagen kann. Wow. Der war ziemlich krumm. Lieber Nick. Oh, kein neuer Rekord. Oh, wie schade. Das ist aber enttäuschend. So. Wie das in die Kamera blendet. Seht ihr das? Bling. Cool. Am nächsten daran wurde gedacht, ja? Na, komm. Vorhin ist das Problem, was ich immer habe, Dings auszurechnen, wann der etwa auf der perfekten Höhe ist. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Birdie-Chance. Oh, wobei das Grün ist scheiße. Es geht wohl bergab. Ja, aber... Was hat das mit dumm zu tun? Hä? Bist du irgendwie behindert? Das ist Pech. Das ist nicht Dummheit. Ja, okay, man sagt halt, wie dumm ist das denn? Aber egal. Gut, ich glaube, wir sind beim letzten Loch, oder? Ne, bei Loch 8, okay. Also, oben rechts haben wir Loch 4, aber halt das 8. Loch des Turniers, falls ihr euch fragt. Guter Schlag. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, neuer Rekord. Ich glaube, Nick schlägt auch um einiges weiter als Jasmin. Wenn ich mich recht entsinne. Ach, verdammt. Schöner Schlag. Freue mich übrigens auch, wenn ich die anderen Charaktere spiele, denn die sind ebenfalls, ja, kräftiger. Ich glaube, Jasmin ist sogar einer der Schwächeren. Ich glaube, Björn, es gibt einen, der heißt Björn, der ist noch schwächer, aber ansonsten sind die eigentlich so vom Anfangsstadium her ziemlich einfach zu spielen. Und wenn wir so einen haben wie Gloria oder Kratos, dann das wird abgehen, Alter, Leute. Das wird abgehen. Da werden wir Kratos einfach mal so aufs Grün hauen. Das war ohne Witz, das ist... Das wird abgehen. So. Aber dazu später. Halt in 3, 4 Parts, wenn wir die freigeschaltet haben. Ich habe schon wieder aus dieser Schräglage geschlagen, ne? Das gefällt mir gar nicht. Habe ich auch im letzten Part schon gemacht. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine bessere Runde als im letzten Part. Aber man kommt doch ziemlich schnell in das Spiel wieder rein.
Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt lange nicht mehr über Scarf gespielt habe. Das ist so die Nebensache. Also das, den Teil hier. Den anderen Teil habe ich vor kurzem noch gespielt. Und der spielt sich echt anders. Also das sei mal gesagt. Double Peace, Leute. Verdammt, ich will keine Tanzverbot-Kommentare sagen. Aber es biegt sich einfach an. Das ist nervig und ekelhaft. Klatsch, klatsch, klatsch. Ja, ja, gut. Nick, du freust dich ein bisschen zu viel. Haben uns verbessert auf minus 7. Und haben uns auch generell so verbessert. Wobei ein paar Gelegenheiten und Fairway-Treffer natürlich nicht verbessert werden konnten. Aber ansonsten ziemlich gleich geblieben, ne? Ja, vielleicht Spielerrekorde nicht verbessert, aber egal. Also nicht wirklich. Vielleicht war von der Statistik verbessert, aber ansonsten... Level 2! Und was gewinne ich denn? Wir nehmen einfach mal Kärtchen 2, weil wir haben im letzten Part, wie heißt es jetzt, Kärtchen 1 genommen, weil Turnier 1, Kärtchen 2 wegen Turnier 2. Der Beginnerschläger. Den wollte ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Schönes Spiel. Egal. Egal. Oh, Delfine! Oh, sind die hübsch. Ich glaube, das können wir auch so als Abschied nehmen, ne, Leute? Ja, Leute, im nächsten Part, das nächste Turnier, was es sein wird, das erfahrt ihr dann. Oh, das ist... Okay, Leute, das geht doch schneller weg, als ich dachte. Gut, im nächsten Part werden wir das nächste Turnier anstreben. Das Turnier wird heißen Öffentliches Turnier. Name for President. Gut, wir werden das mit Toru Inoue spielen. Wo man den ausspricht, ich habe keine Ahnung. Dieses Kätzchenviech da. Und, ja, was uns hier erwarten wird, nämlich neue Löcher erstmal, weil das sind die Innenlöcher und nicht die Outlöcher, seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und Masala Vista, Baby.